Hallo zusammen, heute werde ich euch zeigen, wie man das Passwort von einem geschützten Tabelle oder Workbook entfernen kann. Also, wie ihr hier seht, also ich kann rechtklicken und dann Unprotected Sheet gehen. Und also, ich weiß natürlich jetzt angenommen kein Passwort für diese Tabelle. Was ich machen könnte, ist diese Datei schließen und natürlich ein Copy davon als Backup erstellen, indem ich Steuerung C und Steuerung V mache. Und klar, das ist ein Copy davon. Dann mache ich Rechtklick und dann New Excel-Datei. Also wir können das nennen, also Werkzeug. Okay, wir öffnen unsere Werkzeug. Okay, und dann gehen wir auf Entwickler, also Developer auf Englisch und Visual Basic. Also hier werden wir unter Project, VBA Project, wenn wir diesen Fenster nicht haben, dann müssen wir auf View gehen und dann hier entsprechend auswählen. Also das heißt Project Explorer. Machen wir Rechtsklick hier und dann Insert. Module. Dann gehen wir auf diesen Link. Also der Link wurde unter dem Video platziert. Ich kann das alles kopieren, den VBA-Code hier, indem ich auf Raw klicke und dann einfach hier Steuerung C. Gehen wir zurück zu unserem Modul Steuerung V. Okay, und dann jetzt müssen wir einfach zurück und dann gehen wir auf Insert, machen wir Shape zum Beispiel. So, dann Rechtsklick, machen wir Assign Macros und dann Remove Protection. Okay, jetzt können wir anfangen. So, draufklicken und unsere Target File Copy selektieren und dann Klick auf OK. Und wir müssen ein bisschen warten, okay, bis diese Meldung kommt. Klicken wir auf OK. Dann gehen wir zurück. Also eine neue Datei wurde erstellt und diese Datei mit dem Endung es ist heutigen Tag. Wir können dann öffnen. Okay, dann, wie ihr hier seht, wir haben kein Protection mehr, kein Passwortschutz mehr auf diese Tabelle. Okay, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächstes Mal.